Die drei ausgewählten Projekte haben sowohl in der Situierung, in der Volumetrie, in der architektonischen Ausgestaltung, in der Funktionalität gegenüber den anderen drei Projekten, die wir dann nachher nicht mitgenommen haben in die zweite Stufe, sehr, sehr grosse Vorteile. Ich möchte meinen, die haben praktisch alle Punkte, die wir, was sie gestellt haben, erfüllt. Es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten. Und die Kriterien, die wir noch einmal angesetzt haben, wir sind durchgegangen, wir haben die beurteilt, wir haben die nicht verurteilt. Auch die ersten haben wir nicht verurteilt, sondern nur beurteilt. Und haben nachher festgelegt, wo das nach unserer Auffassung man sollte genauer hinschauen, Alternativen, Vorschläge unterbreiten und einfach. Das Interessante ist ja wie bei einem Handicap, man sollte alle nachher praktisch auf der Ziellinie gleich haben und dann nachher wirklich sagen, ah, das gefällt uns am besten, weil Verpackung und Inhalt nachher übereinstimmen würden. Und das haben wir jetzt gemacht im Vorfeld. Und das Programm für die zweite Stufe steht ja. Es ist ja ein Gesamtleistungswettbewerb. Und jetzt gibt man diesen drei Projekten, die man in die zweite Stufe weiterzieht, gibt man die Kriterienpunkte 1:1, individuell. Der eine wie der andere sieht das andere nicht, oder? Sondern sieht nur das, was auf sein Projekt heraus fokussiert ist, und nimmt das mit in die zweite Stufe. In der zweiten Stufe wird es natürlich handfester, weil im Endeffekt muss ein Preis stehen und der Preis muss verheben. Das heisst, wir haben jetzt noch eine Einflussmöglichkeiten wahrgenommen, um das Projekt dort hinzubringen, damit es für die Gemeinde Staufen stimmt. Also die Architekten, die kommen ja jetzt eine Beurteilung über von ihrem Projekt. Mit den positiven und den weniger positiven Punkten. Und es ist natürlich jetzt ein Stück weit, also wir haben das ziemlich genau und präzise festgelegt, was wir würden sehen, dass man einmal überarbeiten muss. Ich nehme ein Beispiel. Es hat, glaube ich, das eine oder andere Projekt, wo Geräträume getrennt hat. Das heisst, wenn ich von der einen Sporthalle in die andere will, muss ich immer die Barren sind hier und hier sind Bälle und da. Ich kann nicht innerhalb des Geräteraums das Ganze wahrnehmen. Das heisst, die sind getrennt und wir schlagen vor, suchen eine Lösung, damit die zusammen sind. Das ist zum Beispiel etwas, aber das kann ganz viele Umstellungen erfordern. Wir haben an gewissen Orten immer gesagt, es ist zu eng. Wir finden das in der Funktion verbesserungsfähig. Und jetzt haben sie einfach eine zweite Chance. Also jeder von diesen drei Projektverfasser oder Verfasserinnen haben jetzt die Chance, ihr Projekt weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich Sinn und Zweck für unsere Kritik nach der ersten Runde, die Projekte weiterzubringen. Das ist an und für sich jetzt die Arbeit, die auf sie zukommt, verbunden natürlich mit dem Generalunternehmer, der natürlich parallel Kosten rechnet, weil Kosten, das ist ja eine Kostenschätzung von der ersten Stufe. Da haben wir geschaut, sie haben das angegeben. Wir haben das nicht gross überprüfen, weil die Kriterien sind schwierig. Wir haben zwar Kubaturen angeschaut, wir haben Flächen angeschaut, haben geschaut, stimmt das in etwa? Wir sind nicht überall mit allem einverstanden gewesen, aber jetzt müssen Sie nachher präzise sagen, das Projekt kostet so viel. Also von einer Aussage, jetzt werden es harte Fakten, das heisst, es ist knallharte Zahlen und man wird die nachher darauf behaften. Weil gleichzeitig wird dann nachher auch ein Werkvertrag abgeben. Der Werkvertrag
Da haben wir eine Vorgabe gemacht. Und dann kommt es darauf ab, akzeptiere ich diese Vorgaben? Oder fangen sie an, vorher an zu flicken? Und wenn natürlich alles rot ist in einem Werkvertrag, wo sie alles geändert haben, wo wir als Rahmenbedingungen vorgegeben haben, dann kann das natürlich dazu führen, dass wir sagen, ja, das ist zwar ein gutes Projekt, aber mit dem wollen wir jetzt nicht zusammenarbeiten, weil der ist nicht bereit, im Prinzip auf unsere Forderungen einzugehen. Oder? Und wir wollen nicht unbedingt seine Forderungen, sondern wir wollen unsere Forderungen können durchsetzen. Das ist also der nächste Schritt. Denn im genau gleichen Art haben wir dann die drei Projekte. Wir treten die wieder zusammen. Ich glaube, Anfang Dezember, wenn wir nicht alles täuscht. Und dann ist das gleiche Prozedere. Wir gehen vertieft in die Projekte hinein. Wir haben die erste Fassung ja nebendran, im Hintergrund, wissen wir das. Wir sehen, wo sind die Verbesserungen gemacht worden. Manchmal passieren dann Verschlechterungen. Dass wir uns sagen, ja, der hat jetzt also gar nicht begriffen, was wir uns vorgestellt haben. Und meistens ist es dann so, auch dann schält sich dann irgendwann ein Projekt von diesen drei raus. Also wir machen auch wieder Rundgänge, wir gehen vertieft rein, wir tut das heftig diskutieren, wir machen auch wieder den Kriterienkatalog, geht nach den gleichen Kriterien, die hat man im Programm vorhin festgelegt, geht man durch, bewertet das wieder, weil auch da ist wieder die Rechtsgrundlage, muss gewahrt bleiben und am Schluss kommt der Gewinner raus und dann steht da ein Kuvert, weil es ist ja anonym gewesen. Und dann fällt die grosse Rötlerei an. Wer ist es jetzt? Wir wissen ja nicht einmal, welche drei das wir rausgenommen haben. Wir wissen auch nicht, welche drei das dabei sind. Und ich bin jetzt ja, vielleicht etwa 60, 65 Mal schon in Jurys gewesen. Und ich habe es noch selten gebracht. Aber es ist immer das beste Projekt letztendlich gewesen. Auch noch der, der zur Ausführung gelangt ist.